Vom Gunnar, der immer größer wurde. In einem kleinen Dorf namens Hügeldorf lebte ein Junge namens Gunnar. Von Geburt an schien etwas Besonderes an ihm zu sein. Er wuchs nicht nur, wie es bei Kindern üblich ist, sondern täglich ein wenig mehr. Dieses ungewöhnliche Phänomen sorgte für Erstaunen und Neugier unter den Dorfbewohnern. Gunnars Eltern, Ingrid und Fred, waren besonders verblüfft über die rasante Entwicklung ihres Sohnes. Mit 7 Jahren hatte er bereits die Größe eines durchschnittlichen 10-Jährigen erreicht. Die Dorfbewohner flüsterten aufgeregt über das außergewöhnliche Wachstum des Jungen und die Legenden über Gunnars Größe begannen sich im Dorf zu verbreiten. Manche betrachteten es als göttliches Zeichen, während andere es als einzigartige Gabe ansahen. Das tägliche Wachsen von Gunnar wurde zu einem Gesprächsthema im ganzen Dorf und selbst die Dorfältesten wussten nicht, welches Schicksal diesem ungewöhnlichen Jungen bevorstand. Hügeldorf würde bald Zeuge einer erstaunlichen Geschichte werden, die von einem Jungen erzählt wird, der nicht nur im Geiste wuchs, sondern auch physisch, Tag für Tag. Die Nachricht von Gunnars rasantem Wachstum verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch das beschauliche Hügeldorf. Die Dorfbewohner versammelten sich auf den gepflasterten Straßen und vor den Fachwerkhäusern, um über das außergewöhnliche Phänomen zu spekulieren. Manch einer konnte es kaum glauben, dass der Junge, den sie gestern noch auf Kniehöhe sahen, nun so schnell in die Höhe schoss. Inmitten der aufregenden Gespräche und neugierigen Blicke trat ein alter Weiser namens Alarik hervor. Sein weißer Bart reichte ihm fast bis zur Brust und seine ledrigen Hände hatten im Laufe der Jahre viele Geschichten erlebt. Mit einem geheimnisvollen Funkeln in den Augen verkündete Alarik, dass Gunnars erstaunliches Wachstum kein bloßer Zufall sei. Für ihn war es ein untrügliches Zeichen, ein Fingerzeig der Fügung, dass in diesem Jungen eine besondere Bestimmung ruhte. Die Dorfbewohner lauschten gebannt den Worten des alten Weisen. Alarik erzählte von alten Überlieferungen, in denen außergewöhnliche Gaben mit einer höheren Bestimmung verbunden waren. Er sprach von Helden und Auserwählten, deren einzigartige Eigenschaften dazu dienten, das Schicksal des Dorfes zu beeinflussen. Die Geschichte des Weisen wurde zu einem Hauch von Magie, der sich durch die Menge legte. Von diesem Moment an betrachteten die Dorfbewohner Gunnar nicht nur als den Jungen mit dem erstaunlichen Wachstum, sondern als einen möglichen Helden, der durch seine außergewöhnliche Gabe eine wichtige Rolle im Gefüge des Lebens in Hügeldorf spielen könnte. Das Dorf war gespannt und erwartungsvoll, während sich die Legende von Gunnar weiter zu weben begann. Eines zauberhaften Tages, als die Sonnenstrahlen durch das dichte Blätterdach des Waldes drängten, begab sich der junge Gunnar auf ein Abenteuer. Inmitten des duftenden Grüns entdeckte er eine verzauberte Blume, deren Glanz und Farbenpracht seine Neugier weckten. Ihr leuchtendes Blütenblatt schimmerte in einem schier magischen Licht. Gunnar konnte der Anziehungskraft der Blume nicht widerstehen und streckte seine Hand aus, um sie behutsam zu berühren. In dem Moment, als seine Finger die zarten Blütenblätter streiften, spürte er, wie eine seltsame Energie durch seinen Körper strömte. Verblüfft und gleichzeitig fasziniert wurde Gunnar sich der Veränderung bewusst. Seine Größe nahm weiter zu, als ob die Blume ihm einen Zauber verliehen hätte. Mit einem Funken von Besorgnis in den Augen machte sich Gunnar auf den Weg, um die Geheimnisse dieser verzauberten Blume zu ergründen. Die Bäume rauschten leise im Wind, während er durch den mystischen Wald wanderte. Auf der Suche nach einem Weisen oder einer uralten Kreatur, die ihm die Bedeutung dieses magischen Geschehens erklären konnte. Der Wald verbarg viele Geheimnisse und Gunnar, nun größer als je zuvor, fühlte sich wie ein Abenteurer in einer Welt voller Mysterien. Jeder Schritt, den er tat,
war von Hoffnung und Unruhe begleitet, denn er spürte, dass sein Schicksal mit der verzauberten Blume auf wundersame Weise verknüpft war. Während Gunnar durch den Wald streifte, die verzauberte Blume in seiner Hand, erreichte er einen abgelegenen Teil, in dem das Sonnenlicht durch die Blätter filtrierte und den Boden mit goldenem Glanz überzog. Plötzlich erschien vor ihm eine Gestalt mit einem langen, wehenden Umhang und einem funkelnden Sternenhut. Es war Eldor, der freundliche Zauberer des Waldes. Eldor mit einem freundlichen Lächeln begrüßte Gunnar. »Ah, junger Reisender, ich spüre, dass du ein außergewöhnliches Abenteuer erlebst. Was hat dich zu mir geführt?« Gunnar zögerte einen Moment, dann zeigte er die verzauberte Blume und erzählte von ihrem magischen Einfluss auf sein Wachstum. Eldor nickte weise und sagte, »Diese Blume ist kein gewöhnliches Gewächs. Sie ist von uralter Magie durchzogen und hat dir die Gabe der Großzügigkeit verliehen.« »Großzügigkeit?« wiederholte Gunnar neugierig. Eldor lächelte und erklärte, »Ja, mein junger Freund, dein Wachstum ist nicht nur körperlicher Natur. Die Blume hat dir die Kraft geschenkt, deine Größe zu regulieren, um anderen zu helfen. Großzügigkeit ist der Schlüssel und du kannst sie nutzen, um Gutes in der Welt zu bewirken.« Gunnar betrachtete die Blume in seiner Hand und überlegte einen Moment. Dann erkannte er die tiefe Bedeutung hinter Eldors Worten. »Ich kann anderen helfen? Aber wie?« Eldor antwortete mit einem sanften Lächeln. »Indem du deine Größe einsetzt, um denen beizustehen, die es brauchen. Sei ein Beschützer, sei ein Freund. Deine außergewöhnliche Gabe ist ein Geschenk, das du für das Wohl der Gemeinschaft nutzen kannst.« Gunnar bedankte sich bei Eldor für die Weisheit und versprach, seine Gabe mit Großzügigkeit und Mitgefühl zu verwenden. Mit einem neuen Sinn für Bestimmungen setzte er seine Reise fort, nun nicht nur groß an Körper, sondern auch größer im Herzen. In den Tagen, die auf seine Begegnung mit dem Zauberer Eldor folgten, kehrte Gunnar mit einem veränderten Blick auf die Welt ins Dorf zurück. Seine neu entdeckte Gabe der Großzügigkeit setzte er sogleich ein, um seinen Mitbewohnern zu helfen. Ein Markttag im Zentrum des Hügeldorfs wurde zum ersten Schauplatz seiner ungewöhnlichen Fähigkeit. Eine ältere Frau namens Helga konnte nicht glauben, dass ihre Lieblingsmarmelade auf einem Regal ganz oben stand, unerreichbar für sie. Gunnar näherte sich mit einem freundlichen Lächeln und streckte seine langen Arme aus, um das begehrte Glas herunterzuholen. »Oh, mein lieber Gunnar, du bist wirklich ein Segen für unser Dorf«, sagte Helga dankbar. Während die Dorfbewohner sich an Gunnars Hilfsbereitschaft gewöhnten, lernte er mehr über die Bedürfnisse und Wünsche seiner Mitmenschen. Er half nicht nur dabei, hohe Regale zu erreichen, sondern auch dabei, Obst von den höchsten Bäumen zu pflücken und half den Kindern, ihre verlorenen Drachenflugzeuge von den Dächern zurückzubekommen. Eines Tages, als Gunnar am Dorfbrunnen verweilte, wurde er von einem kleinen Mädchen namens Lina angesprochen. »Gunnar, warum bist du so groß? Bist du ein Riese?«, fragte sie neugierig. Gunnar kniete sich neben Lina und erklärte ihr mit einem Lächeln. »Nein, ich bin kein Riese. Ich habe eine besondere Gabe, die mir hilft, anderen zu helfen.« Er erzählte ihr von der verzauberten Blume und wie er gelernt hatte, seine Größe für das Wohl der Dorfbewohner einzusetzen. Mit der Zeit wurde Gunnar nicht nur größer an Körper, sondern auch im Herzen. Seine Hilfsbereitschaft und sein Mitgefühl machten ihn zu einem geschätzten Mitglied der Dorfgemeinschaft. Die Menschen erkannten, dass wahre Größe nicht nur in der physischen Statur liegt,
sondern vor allem in der Güte und Fürsorglichkeit, die jemand anderen schenken kann. Gunnar wurde zu einem weisen und mitfühlenden jungen Menschen, der die Werte der Großzügigkeit und Nächstenliebe in die Herzen der Hügeldorfbewohner trug. Jede gute Tat, die er vollbrachte, wurde zu einer weiteren Seite in der Legende von Gunnar, dem Hügeldorfhelfer. An einem warmen Frühlingstag, als die Blumen im Wald voller Blüte standen, stolperte Gunnar über eine kleine Fee namens Elara. Sie war in einem Netz aus Spinnenweben gefangen und schien in Schwierigkeiten zu stecken. Ihre winzigen Flügel flatterten hilflos, als sie versuchte, sich zu befreien. »Oh, du arme kleine Fee«, sagte Gunnar mitfühlend, »wie kann ich dir helfen?« Elara blickte auf und strahlte erleichtert. »Du bist wirklich großzügig, Gunnar. Ich habe meine magischen Kräfte verloren und nun stecke ich hier fest.« Gunnar zögerte nicht einen Moment und beugte sich hinunter, um vorsichtig die Spinnenweben zu durchtrennen. »Keine Sorge, Elara, ich werde dich befreien.« Mit geschickten Fingern schnitt er die Fäden und die kleine Fee konnte sich endlich befreien. Elara flatterte aufgeregt um Gunnar herum. »Oh, du bist ein Lebensretter. Als Dank möchte ich dir gerne etwas schenken.« Sie zog einen winzigen Beutel aus ihrem Glitzerkleid und öffnete ihn. Darin lag ein schimmerndes Amulett. »Dieses Amulett hat besondere Kräfte«, erklärte Elara. »Es kann deine Größe regulieren. Nutze es weise, Gunnar, und möge es dir in deinen Abenteuern von Nutzen sein.« Gunnar nahm das Amulett in die Hand und betrachtete es fasziniert. »Vielen Dank, Elara. Das ist wundervoll. Aber warum schenkst du mir etwas so Wertvolles?« Elara lächelte dankbar. »Deine Großzügigkeit hat mich gerettet und ich spüre, dass du ein wahrer Freund des Waldes bist. Möge das Amulett dir auf deinem Weg helfen und dich immer daran erinnern, dass wahre Größe im Herzen liegt.« Gunnar bedankte sich herzlich bei Elara und hing das Amulett um seinen Hals. Von diesem Tag an konnte er seine Größe nach Bedarf regulieren, was ihm ermöglichte, seine Gabe noch gezielter einzusetzen. Die Begegnung mit der kleinen Fee wurde zu einem weiteren Kapitel in Gunnars märchenhafter Reise und das Amulett wurde zu einem kostbaren Begleiter auf seinem Weg der Großzügigkeit und Güte. Mit dem schimmernden Amulett um den Hals, das ihm die kleine Fee Elara geschenkt hatte, eröffneten sich für Gunnar neue Möglichkeiten. Fortan konnte er selbst bestimmen, wann er wachsen wollte und wie groß er für die unterschiedlichen Aufgaben sein wollte. Diese neue Fähigkeit verlieh seinem Leben eine zusätzliche Dimension der Selbstbestimmung. Gunnar setzte seine Gabe weiterhin dazu ein, den Dorfbewohnern beizustehen, sei es beim Erreichen hoher Regale oder beim Pflücken von Obst aus den höchsten Bäumen. Doch nun geschah dies nicht nur aus einer spontanen Reaktion auf die Bedürfnisse anderer, sondern mit einer wohlüberlegten Entscheidung und einem demütigen Herzen. In den Sonnenuntergängen des Hügeldorfs konnte man oft beobachten, wie Gunnar am Dorfplatz stand, sein Amulett in der Hand hielt und in sich hineinlauschte. Dann, mit einem sanften Lächeln, regulierte er seine Größe und eilte zu jenen, die seine Hilfe benötigten. Mit der Zeit wurde Gunnar nicht nur als der Junge, der immer größer wurde, bekannt, sondern auch als der Weise mit dem goldenen Herzen. Seine Großzügigkeit und Weisheit machten ihn zu einem guten Menschen, der in der Dorfgemeinschaft hoch geschätzt wurde. Stets war er darauf bedacht, seine außergewöhnliche Gabe im Dienst der anderen zu nutzen und dabei bescheiden zu bleiben. Die Legende von Gunnar verbreitete sich nicht nur im Dorf, sondern auch in den umliegenden Gegenden. Geschichten über den jungen Mann, der nicht nur physisch wuchs, sondern auch im Geiste der Herzen, wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Gunnar wurde zu einer inspirierenden Figur, einer Quelle von Hoffnung
und einem lebendigen Beispiel dafür, dass wahre Größe nicht nur in der Statur, sondern vor allem im Charakter liegt. So ging die Geschichte des Jungen, der die Gabe der Großzügigkeit und Selbstlosigkeit erhielt, als eine Legende im Hügeldorf ein. Gunnars Erbe lebte nicht nur von den Erzählungen fort, sondern auch in den Herzen der Menschen, die seine Geschichte hörten, und motivierte sie, selbst Großzügigkeit und Mitgefühl zu praktizieren. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.